In diesem Video schauen wir uns an, wie man die beliebte Fernwartungssoftware TeamViewer auf Linux Mint bzw. Linux Ubuntu installieren kann. Los geht's nach dem Intro. Die Website von TeamViewer ist meiner Meinung nach aktuell relativ unübersichtlich. Sie ist zu einer reinen Marketing-Webseite verkommen und aktuell bin ich nicht mal in der Lage, meine Sprache auf Deutsch umzustellen. Der bleibt einfach immer auf Englisch. Sei es drum, wir schaffen es natürlich trotzdem, das Ganze auf Linux Mint bzw. Ubuntu zu installieren. Ich bin jetzt gerade auf Linux Mint unterwegs. Das gleiche funktioniert wahrscheinlich bei jeder Debian-Distribution, wie natürlich dann auch Ubuntu und allen anderen Distributionen. Ich klicke hier oben einmal auf Download und hier oben kann ich mein Betriebssystem wählen. Wir sind hier auf Linux, das erkennt er in der Regel auch automatisch, ich klicke aber extra nochmal drauf. Hier sehe ich dann auch, dass ich im richtigen Untermenü bin, also TeamViewer für Linux heruntergeladen wird. Hier unten kann ich jetzt raussuchen, welche Distribution ich habe oder welche Oberdistribution. Wir sind ja auf einer Debian-Distribution mit Ubuntu bzw. Linux Mint und können dann hier unser Download-Paket auswählen. Wichtig ist jetzt hier noch die Architektur zu betrachten des Prozessors. Wie bekomme ich die raus oder woher weiß ich die? Aktuelle Betriebssysteme sollten normalerweise 64-Bit unterstützen. Um jetzt hier auf Nummer sicher zu gehen, öffne ich hier unten das Terminal und gebe hier ls-cpu ein und scroll mal nach oben. Und dann kann ich hier sehen, welche Architektur ich habe und da sehe ich eben, dass ich x86-64 habe. Das heißt, ich lade jetzt das hier runter. Das ist ein .deb-Paket und er schlägt mir direkt vor, dass ich es installieren kann mit dem Installationsprogramm. Ich kann das jetzt runterladen, muss ich aber gar nicht. Ich kann das jetzt einfach temporär damit öffnen lassen und damit sollte das Ganze dann auch installiert sein. Also ich klicke einmal hier auf Paket installieren. Jetzt muss ich mein Benutzerpasswort eingeben von meiner Linux-Distribution, also hier von Mint. Und hier bestätige ich jetzt, welche Programme hier zusätzlich noch installiert werden müssen. So, jetzt ist es installiert, sagt er. Das heißt, ich kann das Ganze hier einmal schließen und wir schauen mal im Startmenü, ob wir TeamViewer finden können. Dazu gebe ich einmal TeamViewer in die Suche ein und kann direkt die Installationsdatei und das Programm finden. Ich klicke hier einmal drauf, akzeptiere die Bedingungen, klicke auf Fortfahren und jetzt habe ich hier eine ID und ein Passwort und kann direkt loslegen. Ich schließe das Ganze jetzt aber nochmal und wir schauen mal, wo wir das Ganze hier finden würden über die Kategorien und ich finde es bei Internet unter TeamViewer. So, von daher nochmal kurz zusammengefasst, wir gehen einfach auf TeamViewer.com, klicken bei Download auf Linux und wählen das Paket für unsere Distribution und für unsere Prozessorarchitektur aus. Mit einem Klick auf Download lässt sich das Programm dann direkt installieren. Wie kann ich das Ganze jetzt aber wieder deinstallieren? Dazu gehe ich wieder auf Start und auf die Anwendungsverwaltung. Und hier suche ich jetzt mal nach TeamViewer. Hier finde ich jetzt kein passendes Paket. Das hat damit zu tun, dass diese Paketverwaltung eben auf den Paketquellen basiert und das habe ich jetzt hier bei TeamViewer gar nicht genutzt. Das heißt, ich versuche es mal hier rüber, ich mache mal hier einen Rechtsklick drauf. Und dann kann ich direkt hier im Startmenü deinstallieren auswählen. Jetzt schlägt er mir die zu entfernenden Pakete vor und das bestätige ich mit OK. Und damit ist TeamViewer dann auch tatsächlich schon wieder deinstalliert. Wenn ich jetzt hier nochmal suche, finde ich ab jetzt nur noch die heruntergeladene Installationsdatei. Die wird aber auch demnächst verschwinden, denn die ist ja im temporären Verzeichnis gespeichert, also auch nicht dauerhaft hier. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, welche Themen dich zu Linux oder Linux Mint interessieren würden.